wie schön. Und wenn man nochmal Storyboards, ich glaube, es ist ein anderer Part rein. Das hat man da schon alles gelesen. Also, ich glaube, wir können wieder von vorne spielen. Ja, so sieht die Sache aus. Der Weg in die Freiheit, ein neuer Kampf. Ja, so sieht's aus. Das habe ich schon alles vorgelesen. Das wäre es im. Nee, ist aber jemand anderes. Die Security lügt mich nicht an. Alles klar. Wir spielen jetzt doch einen anderen Part, denn wir spielen jetzt der Weg in die Freiheit, ein neuer Kampf in Satellite. Okay, also. Gucken, ob wir, was kostet denn dieser Scan? 10.000 kostet der bei dir, ganz ehrlich. Also, wir werden einfach mal Rennen starten. Also, ist doch jetzt ein Part B quasi. Jetzt habe ich natürlich den Text nicht vorgelesen. Tut mir leid. Also, gibt es doch ein Part B. Okay. Das bin ich doch richtig informiert hier. Weil gegen den hatten wir ja im allerersten Rennen nicht angetreten. Wenn wir nehmen hier ganz kurz Part B durchspielen. 1, los! Was haben wir denn hier Schönes? Darf schon mal nicht angreifen. Vielleicht die Falle schon mal verdeckt spielen. Wenn sie den Gerümpelkrieger gern beschwören. Boah, ich bin sowas von langsam, ey. So, gleich mal das Monster attackiert. Aber die Schrecke ist die gleiche. So, die Wandsturm haben wir schon alle komplett. Ein Angriff verhalten hat er gehabt. Aber danach hat er keinen Schutz mehr gehabt. Der zweite Angriff ging dann durch. So, der Angriff ging auch durch. Und jetzt sieht er mal, da kommt der Rauch raus und dann bleibt er echt ein paar Sekunden stehen. Also die ersten Kämpfe gewinnen wir wieder locker. Wieder ein Angriff verhalten und verdeckt gespielt. Na komm, gib mal Gas hier. Also wieder keine Lebenspunkte. Aber wir haben einen deutlichen Vorsprung jetzt. Oh, gerade die Kurve noch bekommen. Aber unser Leben ist natürlich noch viel, viel besser. Als ganz am Anfang. Man hat einfach mehr Leistung, man merkt es auch deutlich. So, die letzte Runde. Aber die Führung wird bis zum Ziel reichen, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber ich gerne Stabdrache, die kaufe ich mir natürlich. Wir haben angefeilten gespielt. Wie wird das Ende dieses Monsters das Rennen beeinflussen? Aber das Rennen ist gleich vorbei. So, letzte Kurve. Sieg! Gewonnen!
alle Rekorde. So, wir bekommen 1100. Ich glaube, dann könnte ich mir schon gerne Schokolade leisten. Ich habe echt verloren. Das ist geschafft, Yu-Gi-Oh! Du glaubst also die Geschichte, so wie du es versprochen hast? Au, ich habe keine andere Wahl, aber wenn wir uns das nächste Mal treffen, bist du fertig. Also, das ist jetzt der zweite Part der Story. Ja, alles klar. Nicht schlecht, Yu-Gi-Oh! Und ich sag einfach mal auf ins nächste Level. Aber ich glaube, vorher haben wir ein paar Sachen freigeschaltet. Kittenenergie kann unerworben werden. Nächster Level. Level 2 Legendary Turbo und Leo. Nun, dieses Handy bekommst du in Gewahrsam. Okay, jetzt hatten wir aber schon. Willkommen in der virtuellen Arena. Mein Name ist Brügge, wie ist es immer wieder? Zum ersten Mal. Das habe ich schon alles vorgelesen. Weil tritt schon wieder gegen Leon. Okay, das ist aber nicht mein Stil. Deswegen will ich diesen Story-Modus jetzt beenden. Und ich habe keine. Was könnte ich mir gerade mit Captain laden? Das müsste eine Zauberkarte sein. Ey, brauche ich auch nicht unbedingt. Wir werden jetzt aber mal einen Grand Prix-Modus fahren. Und zwar den Bronze-Cup. Und ich sag einfach mal Rennen starten. Also Primo, das werden wir jetzt nicht nur gegen einen Gegner fahren, sondern gegen mehrere. Und der findet natürlich der Bronze-Cup ist noch der leichteste und je weiter man. Da kommt Silber, da kommt Gold, ich glaube, da kommt noch Platin und Platin ist der schwerste Cup. Und das sind natürlich jetzt mehrere Runden. Und das erste Rennen findet in Satellite wieder statt. Also Trucks, Leo, Chef, Voltena, Security 1, Security 2 und Hot Mom. Also wir sind zu 8 jetzt. 2, 1 und damit hat das Rennen begonnen. Gestartet. So, alle sind gestartet, deswegen glaube ich geht hier um Punkte. Und wir sind momentan Zweiter. Jetzt sind wir gleich Erster. Wir sind schon mal ganz vorne. Aber wir müssen vorne bis zum Schluss bleiben. Und ja, hier geht alles ganz, ganz schnell. Ich darf mal Kleinwünschen, bevor sich selber ab. Also, links seht ihr jetzt auch alle Duellanten. Nee, Leo hat 1600, ich habe 3100 Lebenspunkte. Ich führe momentan vor Officer Truck, dann kommt eine Security, jetzt wohl 10 auf 3, also es geht eigentlich Schlag auf Schlag, ich komme gar nicht mit. So schnell ändern sich die Positionen. So, Blitzeinschlag von Volt. Das geht da wirklich. Also die erste, der erste hat schon mal nur Lebenspunkte und das ist wohl 10. So, eine Security hat immer noch 600 Lebenspunkte, also für manche sieht es doch ein bisschen düster aus. Da hinten, ich fahre vorne einsam meine Runde. Und der Officer Trash hängt mir ein bisschen hier im Nacken. So, brennender Totenkopf wurde aktiviert und dann noch so eine Kettenenergie. Alles richtet sich gegen uns hier gerade. So, das ist Officer Trash mit seinem Goyo-Wächter. Wo ich ein sehr gutes Monster, das ja auf der verbotenen Liste mittlerweile steht. Und du Arsch, was sagst du mich weg? Hier kriegst du mal abgestiegen, damit du mal langsamer wärst. So ganz langsam bin ich vorbeigefahren, ganz leicht überholt. Mann, die Dorschkein geküsst. Und der hat auch nicht abgesehen. Vielleicht haben wir vorbei, Frank. Wir sind vielleicht nicht abgestiegen. So, hier ein Blitzanschlag vom Bolt. Eine Runde haben wir noch, wenn noch drei hier voranstürmen. Also, das können wir eigentlich schon gar nicht mehr verlieren. So, Goyo, wenn ich da kann nicht mehr angreifen. Aber erst, wenn wir jetzt mal gleich einsetzen hier. Jemand hat einen lähmenden Trank eingesetzt, er verringert unsere Höchstgeschwindigkeit, aber ich war wieder so ein grober Fahrfehler hier.
So, ich bin ja wieder. Ich bin ja wieder vorne. Also diese Boosts einsetzen hat auch mal seine kleinen Nachteile. Das Auto ist dann wieder auch nicht kontrollierbar. So, der ist hinter mir. Jetzt die Kurve gleich. Ich habe nur noch 500 Lebenspunkte. Ich hoffe, das reicht jetzt noch bis zur Ziellinie. Ich hoffe, ich kriege jetzt nichts Großartiges noch ab an Zauberkarten. Na, es reicht, es reicht, es reicht! Ja, wir haben es geschafft. Wir haben 3 Minuten 28 gebraucht. Und wir bekommen natürlich jetzt Punkte, also 20, 15, 12, 10, 8, 5, 3. 1 ist die Punkteverteilung hier. Und den Punktestand gesamt führen wir natürlich mit 20 Punkten. Und wir bekommen natürlich auch Punkte 790 und wir machen gleich weiter das zweite Rennen. Das findet in der Pipeline statt. Also es werden vier Rennen gefahren. Ich soll mal gleich Rennen starten. Komm, mach den leider bitte weg, nicht weg. So, Bronze gab ohne 2 Pipeline. Das ist dann eine bisschen längere Strecke, da müssen wir ein bisschen verteidigen. Hammer! Also, los geht's. Ich kann wieder ganz hinten. 1, los! So, ich kann verdeckt spielen. Oh, wir werden alles gegen meine Gegner einsetzen hier. Man kann gerne alle vorbeifahren hier. Ich habe immer noch kein Monster. Immer noch keins. Das ist ja ganz schlecht. Oh, ich bin hier gleich eine Zielscheibe hier. Und was für eine Zielscheibe? Ich glaube das gar nicht. Immer noch kein Monster. Oh Gott. Ich kann mich momentan gar nicht wehren hier. Und Voltena ist hinter mir, rechts jetzt. Oh, eigentlich klang Hühnchen. Ja, einen Blitzanschlag bekommen. So, ich habe keine Bremsen. Dank lebender Trank. Massekanone, ich habe wieder Lebenspunkte verloren. Aber es bleibt spannend hier. Wenn wir gegen Bolt hier noch, gegen den Voltaner hier noch ein bisschen durchsetzen. Das eine Monster, da macht mir ein bisschen Sorgen, weil er 5.900 Punkte hat. Also, momentan wird alles gegen mich eingesetzt hier, was es zum Einsetzen gibt. Das war kein kleiner Einsatz im Bulletin, das ist immer noch hinter mir. Dann kommt ein Security, dann kommt meine Security, dann kommt der Quatsch. Der wollte ich jetzt wissen. Und Golo Richter ist wieder auch mit vorne, der hat ja keine Bremsen, ist das nicht schön. Ich habe manchmal das Gefühl, ich werde ja gar nicht mehr schneller. Ich habe jetzt mal den Grundkrieger weg. Also ich bin momentan Dritter. Also Bull und ich führen hier das Rennen an. Ich scanne den Wechsel. So, hinter mir ist Leo irgendwo noch. Wir sind jetzt in Runde 2. Ich habe keine Karten mehr im Deck. Aber ich führe. Ein Klanghühnchen ist echt ein super Monster hier. Komm, greif ihn an. Ja,